Launches. Hier geht es um Launches der Deutschen Bahn, Eisenbahn und andere Verkehrsunternehmen und natürlich Flughäfen. Heute mein erster Teil, die DB-Ersatzlung Scharnhorst Hauptbahnhof im Intercity Hotel in Mitte. So, dann gehen wir hier mal rein in das Intercity Hotel in der Rosenstraße, wo sich die DB-Ersatzlung befindet. Einmal durch die Drehtüre und die seitlichen Türe rein, dann noch links weiter einmal durch die Tür neben der Rezeption und dann nochmal nach links in den Fahrstuhl. Dort fahren wir dann in den 6. Stock, um in die DB Lounge zu kommen. So, jetzt sind wir im 6. Stock gleich wieder nach rechts. Da ist nochmal ein Desinfektionsspender. Rechts lang, einmal hier an den Hotelzimmern entlang. Bis zum Ende durch. Dort ist auch ein Schild, den nochmal wieder nach rechts. Und dann kommt auch die Eingangstür zur DB Lounge. Dort haben wir hier jetzt den Kaffeebereich, wo man sich noch selbst bedienen darf in der Lounge. Dann schwenken wir mal rüber. Da hinten ist in der Abstellwagen die Tür zur Toilette auf der linken Seite zu sehen. Und hinten sehen wir jetzt die Kaltgetränke, die dort vom Personal ausgegeben werden. In der Ersatzlounge sind noch die alten Sitze. Ja, wir finden dort hinten jeweils 2 Monitore, einmal hinter den Rezeption und einmal dort an der Seite für die aktuellen Abfahrten am Hauptbahnhof. Ein paar Blümchen gibt es natürlich auch noch. Dort sehen wir jetzt den Getränkebereich, der keine Selbstbedienung zurzeit hat, sondern nur durch Personal ausgeschenkt wird. Die Treppe geht nach oben, dort halten sind die Personalräume. Dort ist auch die Tür zur Toilette. Hinten. Dort sind nochmal die Warmgetränke und die EDV-Plätze. So, Kindersitze gibt es natürlich auch einen, den haben wir gerade gesehen. Und jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. So, hier ist nochmal ein paar Bilder vom Eingang. Ein Schritt in die richtige Richtung ist dort zu sehen. Jetzt sehen wir auch den Ausblick in Richtung Hauptbahnhof, hinten das Sparkassengebäude zur Orientierung. Hier sehen wir jetzt in Richtung Altstadt mit den Anzeige Hochhaus, den 3 Warmbrüdern von Hannover sowie der Marktkirche. Hier sehen wir nochmal den Getränkebereich mit Abstellwagen. Hier nochmal die Sitze und Anordnung in einem großen Raum in wo sich sehr viele Sitze natürlich mit Abstand zu den anderen finden lässt. Da nochmal den Monitor für die Abfahrten am Hauptbahnhof. So, jetzt gehen wir mal Richtung Toilette, einmal durch die Glastür und schon befinden wir uns an den Toiletten. Diese waren auch ziemlich sauber bei meinem ganzen Aufenthalt dort. Das Pissoir. Und 2 Toiletten mit Ausblick in Richtung Stadt mit den 3 Warmbrüdern. Jetzt testen wir hier mal das Internet. Wir gehen in das Intercity Hotel WLAN rein.
Dort kommt dann einmal die Anmeldeseite, wo wir uns, ich bin jetzt online gehen, ohne Mitglied zu werden. So, hier, denke ich, haben noch ein paar Informationen zum Intercity Hotel. Und jetzt machen wir mal gleich den Speedtest. So. Dann gucken wir mal, wie langsam dort das Internet ist, wenn man sich ohne Anmeldung anmeldet. Ja, ist jetzt gerade sehr langsam, bei 10 MB pro Sekunde. Beim Download sind es auch nur ca. 5 MB pro Sekunde. Und jetzt kommt gleich das Ergebnis. Es ist eine lahme Schnecke. So, viel Spaß. Hattet ihr hoffentlich hier eine DB-Ersatzlangs in Hannover. Bis bald. Tschüssi.